Ja, also wenn man sich so umschaut, bei jeder Kleinigkeit gibt es gleich Scheidungen und man will ans Geld kommen und man geht in irgendwelche Swinger und so und diese ganze Scheiße. Man muss nur die Anwälte mal fragen, was die wirklichen Gründe sind. Die Scheidungsgründe, es ist immer irgendwie hinterrücks mit jemandem rumgepoppt und immer diese gleiche Kacke. Ne? Und jetzt habe ich neulich auch einen Artikel gelesen, Abendzeitung München, da hat ein Callboy ausgepackt, Münchner Münchner Callboy packt aus, heißt das ganze Spiel, kann man nachlesen, spannendes Interview, was mich aber unglaublich aufgeregt hat. Er hat geschrieben, dass die überwiegende Mehrheit seiner Kundinnen und die Kundinnen der anderen Callboys aus verheirateten Frauen bestehen. Die geben natürlich den Männern die Schuld, dass sie jetzt läufig geworden sind. Aber das sind ebenso Sachen, das sind Tatsachen. Das kann man nicht leugnen. Und so ein Artikel, ja, ich finde solche Artikel. Die verschwinden dann irgendwie merkwürdigerweise. So, und ja, ich habe hier mir noch was aufgeschrieben zu den unseren allzeit bekannten nächtlichen Dauerwerbesendungen. Ich bin ein junger Mensch, ja, aber ich will keine Huren im Fernsehen sehen. Ich will sie nicht mehr sehen. Ja, es ist schon irgendwie so weit, dass wenn man irgendwie diese Silikontittchen da sieht, weiß ich nicht, richtigen Hass bekommt schon auf diese abgedroschenen, dummen Tunden, ey. Unglaublich. Gut, wenn es Männer gibt, die sowas brauchen, es gibt ja Bordelle und weiß ich, aber Tag und Nacht diese Scheiße, da hab ich wirklich keine Lust drauf. Die sollen mal irgendwie so Sachen zeigen, weißt du, da höre ich mich jetzt schon an wie so ein alter Sack. Aber die sollen einfach mal mehr Sachen zeigen, wo es gibt ja immer Ausnahmen, wie ich finde. Die Ausnahmen gibt es nicht nur es gibt sie bei allen Völkern, es gibt sie in der Tierwelt, bei Pflanzen, überall, finde ich. Und die sollen mal im Fernsehen Sachen zeigen, so zum Beispiel irgendwelche Dokus über Paare, die jetzt ihr ganzes Leben lang zusammengelebt haben und glücklich sind und sowas. Sowas sollten die mal zeigen und dass die Jugend sich daran mal orientiert und nicht an diesen Schwachköpfen. Das ist das, was mich eigentlich aufregt und was mich dazu bringt, solche Themen hier zu machen. Jetzt noch einmal Weininger. Es geht um diese Feministinnen-Scheiße, über diese Oberimanzen, also die Anführerin dieser Frauenclubs und was weiß ich, die wirklich so Rechte der Frauen fordern und zwar so, dass bis hin zur Gewalt an Männern, dass die Männer doch an allem schuld sind und bla bla bla. Und ständig alles den Männern nachmachen, merkwürdigerweise. Weininger hat geschrieben, dass merkwürdigerweise die Anführerin dieser Emanzen immer eigentlich männlich sind. Das heißt, sie sind so, ja, Mannsweiber, könnte man sagen. Man muss wirklich darauf achten. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich geguckt und es ist mir wirklich aufgefallen, dass oft diese Oberemanzen, so wie er geschrieben hat, auch andere haben es geschrieben, männliche Physiognomien haben. Also zum Beispiel sehr breites Kinn oder so ein richtig Mannskörper, ne? Kaum Brüste, kaum so einen runden Arsch oder so. Vorstehende Wangenknochen und so weiter. Ja, weil Weininger der Meinung war, echte Frauen haben das nicht nötig, ihre Rechte zu fordern, weil sie sich in ihrer Rolle als Frau wohlfühlen. Ne? Aber bei diesen Mannsweibern, die fühlen sich in dieser weiblichen Rolle nicht wohl, weil sie innerlich männlich sind, wie er schreibt. Und deswegen fordern sie das. Die Rechte der Frau, eigentlich sollten sie sich Männern anschließen. So ist das Spiel. Puh, ich glaube, das wird zu viel, was ich hier ausgesucht habe. Aber gucken wir mal. Ja, so. Ich habe das jetzt im Grunde alles schon wiedergegeben. Bla bla bla. Zeigt sich aber das Bedürfnis nach Befreiung und Gleichstellung mit dem Manne nur bei männlichen Frauen? Ja,
So ist der Schluss gerechtfertigt, dass W. keinerlei Bedürfnis nach der Emanzipation empfindet. Mhm. Auch wenn einstweilen diese Folgerung, so wie es hier ausschließlich geschehen ist, nur aus der geschichtlichen Einzelbetrachtung und nicht aus einer Untersuchung der psychischen Eigenschaften von W. selbst abgeleitet wird. Okay. So. Was haben wir hier? Ja. Er schreibt noch, auch interessant, ist es nicht sehr auffallend, dass die Frauen-Emanzipationsbestrebungen in der Weltgeschichte, man denkt ja immer, es ist gerade so seit den 70ern oder gerade jetzt so richtig, hat es losgelegt, aber das hat es offenbar immer gegeben. Ist es nicht sehr auffallend, dass die Frauen-Emanzipationsbestrebungen in der Weltgeschichte in konstanten Intervallen, in gewissen sich gleichbleibenden zeitlichen Abständen aufzutreten scheinen? Schreibt er, ist ihm aufgefallen. Also hier im 10. Jahrhundert, dann im 15. Jahrhundert und 16. Jahrhundert und jetzt wieder im 19. und 20. Jahrhundert, schreibt er, hat es allem Ermessen nach viel mehr emanzipierte Weiber, ja Frauen und eine stärkere Frauenbewegung gegeben als in den dazwischenliegenden Zeiten. Das ist immer so ein Sprung. Es wäre voreilig, hierauf schon eine Hypothese zu gründen, doch muss man immerhin die Möglichkeit ins Auge fassen, dass hier eine gewaltige Periodizität vorliegt, vermöge deren in regelmäßigen Phasen mehr Zwittergeburten, mehr Zwischenformen, also Zwischenform ist das bessere Wort natürlich, auf die Welt kommen als in den Intervallen. Bei Tieren sind solche Perioden in verwandten Dingen beobachtet worden. Ja, sehr interessant, finde ich. Also es kommt immer so ein Aufkommen dieser männlichen Frauen und dann auch wieder so ein Fall dieses Überschusses an diesen Zwischenformen. Diese komische Anhäufung, die auch bei in der Tierwelt vorzukommen scheint. So, das haben wir hier schon alles besprochen. Ja, hier habe ich noch dazu geschrieben, mittlerweile ist ja alles irgendwie frauenfeindlich, was man sagt. Man braucht einer Frau ja nur mal zu sagen, ich bezahle die Rechnung. Dann ist das schon eine Erniedrigung. Ja? So gestört ist man heute. Aber wenn man da nicht blecht, also in dem Fall, oder das Bild zu Hause an die Wand nagelt, ja, dann ist man Weichei auf einmal. Also nicht so und nicht so punktet man. Das ist immer irgendwie falsch. Das sagt sie vielleicht nicht, aber nach ein paar Tägelchen merkst du, dass sie flüchten will. Und das ist auch die Antwort dafür, und viele fragen sich hier, warum viele deutsche Männer oder so sich Frauen im Ausland suchen. Gut, es hat natürlich selbstverständlich unterschiedliche Gründe, aber ich glaube, der so ein Hauptgrund ist auch, dass in zum Beispiel weiter östlich gelegenen Ländern, vielleicht sogar auch südlich, die Frauen in ihrer Frauenrolle stecken und nicht versuchen, Männer zu werden. Das ist der einzige Grund. Als ich in den Osten gefahren bin, nach Russland und so, da ist mir sofort aufgefallen, wie weiblich die Frauen waren. Ja? Und auch zurückhaltend. Ja. Ihr könnt mich alter Sack nennen, aber ich finde das richtig so. Ich erwarte auch von einer Frau nicht, dass sie unbedingt so ein weibliches Mauerblümchen ist oder so. Aber sie soll ja nicht da hinkommen und irgendwie versuchen, einen Mann aus sich zu machen. Ja, das ist doch, naja. Im Moment sollte sie vielleicht dazu stehen, dass sie eher so dem Männlichen zugeneigt ist als dem Weiblichen. Zusätzliches, ganz kurz, wenn ich das jetzt noch schaffe.
Man kommt ja in der Psychologie, das habe ich oft bemerkt, also das hat auch mit unserer Zeit jetzt zu tun, früher hätte man das nicht gesagt. Man kommt ja immer mit dem Argument, Psychopathen, also Soziopathen und so, oder Mörder, gäbe es überwiegend unter Männern. Ne? Das ist aber nur oberflächlich so, finde ich. Denn Kraft hat der Mann natürlich mehr im Durchschnitt. Das ist körperlich bedingt, klar. Das ist auch eine biologische Sache. Natürlich werden Feministinnen auch hier wieder was anderes behaupten. gut, das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Die Frau ist einfach mehr auf List spezialisiert, das sagt Weininger auch. Es kann also sein, dass es in Wahrheit mehr psychopathische Frauen gibt, wenn wir jetzt über dieses Krankheitsbild sprechen. Oder zumindest, dass es genauso viele gestörte Frauen wie Männer gibt. Im Endeffekt heißt das, die psychopathische Frau provoziert, der Mann wird dadurch psychisch krank oder aggressiv, auch aufgrund seiner Veranlagung, und schlägt schließlich zu. Also es schlägt jetzt nicht die Frau, sondern wird halt, bei ihm zeigt sich diese Psychopathie dann offen. Und die Frau macht das eher so mit List, sie manipuliert. Da wird die Frau natürlich dann jetzt sagen, ja, dann lass dich doch nicht provozieren. Aber wenn man jemand ins Gesicht spuckt, dann kann man ja nicht einfach nur dastehen und den Mund halten. Ja, da muss man handeln. Wenn es überhaupt noch wert ist. Ja. Aber wie gesagt, will man optimistisch bleiben, dann kann man sagen, es gibt immer Ausnahmen. Natürlich gibt es sie. Auch wenn es selten ist. Ja. Und ich würde es übrigens auch nicht schlecht finden, wenn jemand ein kritisches Video zu Männern macht. Leider gibt es schon sehr viele davon. Das muss man auch sagen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Video bald entfernt wird. Also so viel zu unserer Gleichheit und Meinungsfreiheit. Gut. Ist natürlich alles kein Spaß, ist mir klar. Deswegen mache ich das ja, weil es mich ja auch stört. Also dann, mit genderwahnsinnigen Grüßen.